Hallo, ich glaube, dass viele wissen, wie man die Fläche eines Dreiecks findet. Das ist eine bekannte Tatsache. Also, wenn hier zum Beispiel mein Dreieck ist, dieser Abstand hier ist seine Grundseite b und hier ist seine Höhe h, dann ist es klar, dass die Fläche des Dreiecks gleich 1 Zweitel mal die Grundseite b mal die Höhe h ist. Zum Beispiel, wenn die Grundseite gleich 5 und die Höhe 6 sind, dann ist unsere Fläche gleich 1 Zweitel mal 5 mal 6. Mit anderen Worten, sie ist gleich 15. Weniger bekannt ist eine Möglichkeit, die Dreieckfläche zu finden, wenn wir nur die Länge der Seiten wissen. Die Höhe wissen wir nicht. Wie finden wir zum Beispiel die Fläche eines Dreiecks, wenn wir nur seine Seitenlänge kennen? Sagen wir, dass diese Seite A, diese B und diese C sind. A, B und C sind die Länge dieser Seiten. Wie löst man das? Um dieses Problem zu lösen, sollen wir sogenannten Satz des Hirons anwenden. Ich werde den Satz in diesem Video nicht beweisen. Ich tue das im nächsten Video. Ihr habt bereits alle notwendigen Kenntnisse, um den Satz zu beweisen. Es enthält bloß den Satz des Pythagoras und verworrene Algebra. Ich zeige euch jetzt den Satz und erkläre, wie man es anwendet. Und dann wisst ihr hoffentlich seine Einfachheit zu schätzen. Es kann ein netter Trick sein, um die Menschen zu beeindrucken. Zuerst sollen wir herausfinden, wie viel die Variable s beträgt, die den Umfang des Dreiecks geteilt durch 2 gleich ist. A plus b plus c durch 2. Nachdem wir es herausgefunden haben, können wir die Fläche dieses Dreiecks hier berechnen. Sie ist gleich Wurzel aus s, diese Variable hier, mal s minus a, mal s minus b, mal s minus c. Das ist der Satz des Heron. Lass mich das nachziehen. Ja, vielleicht sieht es kompliziert aus. Sie ist schwieriger als einfache 1 Zweitel mal Höhe mal Grundseite. Jetzt lasst uns ein paar Aufgaben lösen und ihr seht, dass alles nicht so schlimm ist. Sagen wir, dass wir ein Dreieck haben. Die Formel habe ich hier oben. Das ist ein Dreieck mit den Seiten 9, 11 und 16. Lass uns den Satz des Heron anwenden. S ist gleich der Hälfte des Umfangs, also es ist gleich 9 plus 11 plus 16 durch 2. 9 plus 11 ist 20, plus 16 ist 36, dividiert durch 2 ergibt 18. Und die Fläche ist laut dem Satz des Heron Wurzel aus s, das heißt 18, mal s minus a, also 18 minus 9, mal 18 minus 11, mal 18 minus 16. Und jetzt ist es gleich Wurzel aus 18 mal 9 mal 7 mal 2. Das ist, mal sehen, 2 mal 18 ist 36. Jetzt ändere ich das ein bisschen. Das entspricht Wurzel aus 36 mal 9 mal 7. Oder das ist Wurzel aus 36 mal Wurzel aus 9 mal Wurzel aus 7. Wurzel aus 36 ist gleich 6. Und es ist bloß 3 und wir akzeptieren keine negativen Wurzeln, weil es keine negativen Längen gibt. Also, es ist gleich 18 mal Wurzel aus 7. Wie ihr seht, das ist sehr einfach. Die Berechnung der Fläche eines Dreiecks mit dem Satz des Heron dauerte ein paar Minuten und manchmal weniger. Die Fläche ist 18 mal Wurzel aus 7. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat.